Also es gab mehrere Anfänge, ja, das ist, glaube ich, wichtig. Es gab einmal Ungarn, die Kindheit, dann einmal Internat in Deutschland und dann Studium und bis auf weiteres Köln. Das waren drei Abschnitte, wo man immer wieder auf Null gehen musste. Also aus Ungarn nach Deutschland mit 12, dann komplett auf Null, komplett. Das war sehr schlimm. Dann ins Internat, das Internat war in Bayern und war ungarischsprachig. Da war ich 8 Jahre. Und danach aber dann nach Köln, da war wieder alles auf Null. Und in Köln hat das Studium an sich war so ein Block und danach der Wechsel, also die Frage, ziehe ich zurück nach Ungarn oder nicht, das war jetzt nicht so gravierend, das war auch so eine schon entscheidende Phase, aber nicht so total komplett auf Null gesetzt. Und ja, und diese Fäden laufen zusammen, also die sind alle richtig dicke Wurzeln, die gefüttert werden wollen. Die aber auch pulsieren, also die sind da. Ich habe immer Ungarisch gehabt eigentlich um mich herum und habe dann Ungarisch geschrieben. Und daher sind meine Bücher, also die Literatur, das ist in Ungarn erschienen. Und nach dem Studium war dann die fette Frage, ziehe ich jetzt dahin und mache da Literatur oder bleibe ich hier und keine Ahnung, was dann passiert. Also ich habe mich wirklich hingesetzt und mir fest vorgenommen, ich mache jetzt das, was ich wirklich, wirklich will. Und das waren Schreibübungen eigentlich. Und ich habe da eine Art Stil entwickelt, wie ich schreiben wollte. Und dann passierte richtig heftige Dinge. Also vor allem meine Trennung von meiner damaligen Freundin war echt heftig. Und dann kam ich rein in einen Flow und habe was runtergeschrieben, so in diesem Stil. Und hinterher nochmal und nochmal. Und davon waren zwei Sachen, Stücke. Und die waren absolut multimedial. Da gingen auch viele raus aus den klassischen Schauspielhäusern und inszenierten in Industriegebäuden. Das fand ich total spannend. Der Raum wurde neu gedacht. Und da waren auch Sachen dabei, die collagenartig waren. Also das ich habe jetzt nicht was völlig, völlig Abseitiges da gemacht. Ja, das war ein Missverständnis. Und zwar bezogen auf diese Inszenierung, auf die erste. Ein Großteil davon, das haben die Ungarn gemacht, da war Tanz dabei. Und dann haben sich das Leute angeguckt und sagten, du machst Tanz. Aber gefördert war das vom Kulturamt, aus dem Ressort, wie hieß das? Ja, ich nenne das mal Ausländerkunst. Multikulti, was weiß ich, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Und das war bis 4 Jahre gab noch, war das so, und das waren so mickrige Beträge, paar tausend Euro.
Dann wurde das aufgelöst. Und die Frage war, wo gehe ich hier? Also wo geht der Mann hin jetzt? Geht er zum Theater und beantragt er jetzt bei Theater oder beantragt er bei Tanz oder woanders? Und alle sagten, du machst Tanz. Also ging ich zum Tanz. Da waren tatsächlich auch Tänzer dabei. Es gab ja immer schon stumme Teile und Tänzer waren immer gedacht. Also ich bin ja auch im Studium andauernd zu Pina Bausch und Reinhard Hoffmann war in Bochum damals. Und Kresnik kam nach Bonn und ich habe das geliebt. Ich habe auch erfahren, ich war 2 Jahre beim Ballett als Kind. Das habe ich komplett verdrängt. Ich hatte irgendeine komische Entwicklung mit den Knien und dann haben die gesagt, ich muss in so ein Gerüst. Dann sah mein Vater mich und dachte, der sieht aus wie der Elefantenmensch in einem Käfig. Raus! Aber irgendwann, was musste dann sein? Und dann war ich beim Ballett 2 Jahre. Also da gab es Dinge, die vielleicht wirkt das nach. Und ich habe immer sehr gern getanzt. Aber prinzipiell, ich habe diese Stücke gesehen, ich fand das immer schon toll. Ich fand auch Roberto Zulli grandios. Ich bin wirklich hingepilgert nach Mülheim an der Ruhr. Und da waren gerade die Sachen, die stumm waren, die fand ich echt mega, richtig großartig. Aber auf alle Fälle, ich habe sogar meine Notizen gefunden, ich habe BAföG gehabt und bin dann 4-5 Mal die Woche mindestens ins Theater gegangen und bin auch rumgereist. Ich habe wie ein Besessener. Und ich fand das immer schon unerträglich, dass die Schauspieler wie hingenagelte, unbewegte, sprechende Köpfe, also eigentlich so ein Holzpflock mit einem sprechenden Kopf obendrauf, den Text machen. Ich fand es unerträglich. Ich bin irgendwann auch nicht mehr hingegangen. Und gleichzeitig sah ich halt diese ganzen Tanzstücke. Ich habe sowieso auch so gedacht. Die Familie ist total touchy. Und naja, weil es im Skript so war, war in der Inszenierung dann auch sehr, sehr viel Bewegung. Und ich hatte immer das Gefühl, das ist richtig. Ja, der Körper hat so viel mehr zu sagen. Warum steht er jetzt einfach so da? Was soll das? Ich fand auch immer schon, dass bei den darstellenden Künsten Dinge doppelt gemoppelt erzählt werden müssen. Ja? Also oft ist das so, dass der Körper dasselbe erzählt wie der Text. Noch schlimmer ist es, wenn auch noch die Umgebung darauf angepasst ist. Also der Raum oder Klamotten, also irgendwie ist alles sehr, sehr homogen. Ich fand aber schon als Gymnasiast heterogene Dinge spannend. Ich war begeistert von der Renaissance. Also ich habe eine bestimmte Methode, wie ich mit einem Text umgehe. Der eine Grund ist, ich glaube, der ist nicht so wichtig, aber den gibt es tatsächlich. Die Frage, warum kommt das überhaupt auf die Bühne? Was soll das? Und ich glaube, Kunst ist kein Museum in dem Sinne oder archiviert nicht, sondern ist ein lebendiges Medium. Es ist eine Kommunikationsmöglichkeit über das, wo wir gerade sind oder worüber wir trauern oder so etwas. Aber jetzt so klassisch etwas zu machen, weil es das gibt und in den Schulbüchern drin steht, das finde ich nicht, alleine den Gedanken finde ich nicht zeitgemäß. Der andere Grund aber ist, dass ich durch mehrere Male wirklich komplett auch intellektuell auf Null gesetzt worden bin. Also nicht nur mit 12 dann, also raus aus Ungarn, Sprache weg, kultureller Kontext weg, Ausländerhass, schon nach 2 Wochen Verzweiflung.
Danach auch auf diesem Internat, das war ja das Internat der Exilungarn, und dieses Internat hatte eine Mission. Und diese Mission war, wenn der Kommunismus endlich vorbei ist, dann werden diese hier ausgebildeten Intellektuellen dahin gehen und das Land in die richtige Richtung führen. Die ungarische Rezeptionsgeschichte von Literatur, ja, weil ich geschrieben habe, ging ich erstmal von Literatur aus. Und in Ungarn wird unterschieden zwischen Moderne und Avantgarde. Avantgarde ist aktiv und will eingreifen in gesellschaftliche Veränderungen, während Moderne, nach dieser Auffassung, Moderne beschäftigt sich mit der Form. Geht auch sehr massiv zurück auf Flaubert. Und hat auch damit geht einher, dass man auf das Publikum ein bisschen herabschaut und eventuell vielleicht ist es auch scheißegal, was die so denken. Ja, man macht halt formale Experimente letzten Endes. Das war mir immer fremd. Und das kann auch daran liegen, dass meine Familie mehrfach ein Problem hatte mit dieser Diktatur da. Ja, also die Herkunft war für die Kommunisten einfach die falsche. Mein Vater durfte nicht an die Uni, letzten Endes, also der durfte mehr oder weniger gar nichts. Und dann wurde er Handwerker, lernte einen Beruf und damit hat er sein Leben zugebracht. Und er war Autolackierer und uns zitierte er stundenlang am Sonntag die Namen der Vögel auf Lateinisch. Wir sind so aufgewachsen. Und mein Großvater mütterlicherseits wurde weggezerrt von der Wand, von den Bauern. Die Russen wollten ihn erschießen. Ja, falsche Herkunft bzw. falsche Anstellung. Er hat für den Herrn gearbeitet. Er war der Gutsverwalter, also Klassenfeind, abmurksen. Und also das ist, also ich habe eh schon sehr, und mein Vater war so eine Art, wie nennt man das, innerer Emigrant. Ja, also immer am Wochenende, am Montag wurde das Weltgeschehen zusammengefasst im ungarischen Fernsehen und fast jede Woche endete das so, dass er sie Hosen runter, Arsch hingehalten, ihr Lügner, ja. Und das, glaube ich, ist auch so eine Art Urerfahrung, dass man nicht einfach so die Dinge geschehen lassen kann. Ich kümmere mich darum, um die Farbe Blau. Das hat mit dem Himmel nichts, das ist einfach die Farbe Blau. Wenn du dann diese Klassiker liest, da merkst du, wie, das ist einfach eine völlig andere Folie und du merkst nicht nur, wie das Stück strukturiert ist, intellektuell, also wo sind die höchsten Werte und wie ist das Ganze gebaut, sondern man hat auch das Gefühl halt, ja, das stimmt aber nicht. Weil wenn man das so denkt, dann kommt es automatisch zu einem bestimmten Ergebnis und wir wissen schon, dass dieses Ergebnis nicht stimmt. Und das ist dieses Projekt, wie gehe ich um mit Klassikern? Man kann die ein bisschen auflaufen lassen, beziehungsweise dort, wo ich dann Szenen rausschmeiße und umschreibe, das ist eigentlich so eine Art Alternative. Also an dem Punkt, wo man dann in eine andere Richtung geht, ist auch eine Fragestellung. Wir, die wir mit unseren Klassikern aufgewachsen sind und auch mit dem, was da drin steht, viel zu tun haben, wir könnten es auch anders machen. Es war um den 10. September, als mich meine Neugierde veranlasste, eher trieb, das Grab im Kirchhof von Neuem anzuschauen, nachdem fast 400 Leute darin beerdigt worden waren. Meine Bekanntschaft mit dem Küster ermöglichte mir den sonst so streng verbotenen nächtlichen Eintritt in den Kirchhof. Es mag euch als beste Predigt dienen, die ihr je in eurem Leben gehört habt, sagte der gute Mann,
Es ist ein Anblick, von dem eine laute Stimme kommt, die uns alle zu Buße ruft. Seine Worte haben mich ein wenig schwankend gemacht. Krankheit, Not und Schmerzen für die Menschen. Das sind die Früchte ihrer eigenen Taten. Meine Existenz bleibt also in den Zirkeln dieser Welt. Fort treiben Gutes und Böses ihr übliches Spiel. Welch Elend. Dich, hochfahrendes Kind der rechtdenkenden Göttin Erde, werde ich, ein Widerwilliger, einen Widerwilligen, mit unlösbarem Eisen an diese entmenschte Steinwand nageln, wo du entfernt sein wirst vom Stimmplan und vom Anblick aller Wesen. Da stehen in nichts als dem Brand der Sonne, wirst du das Schrumpfen deiner Blütenhaut erleben, dass in der neuen Sonne dann der Morgenreif zergeht, wird deine Freude sein. Und dieses Elend bleibt stets gegenwart. Es wird dich weiter quälen. So ergeht es einem Freund der Menschen. Schlaflos mit unbeugbarem Knie, noch und noch, unnützes Klagen und Jammern wirst du aus dir herausschreien. Denn Zeus ist unversöhnlich. Ich habe jetzt gehört, in Bayern ist jetzt Goethe raus aus dem Lehrplan. Ich finde das nicht gut. Ich finde es viel besser, das zu sagen, guck mal da, macht der Goethe Mist. Ja, also super geschrieben, aber sein Denken geht in eine bestimmte Richtung und diese Richtung, die kann nur das und das und das hervorbringen. Wenn man das aufzeigt, es ist eine selbstreflektive Art, viel cooler, als zu sagen, brauchen wir nicht, alter weißer Mann, Schrott. Schwelgen sehr selbstgefällig in dieser Idee, wir haben Gott gekillt und jetzt sind wir frei. Das ist Quatsch. Als ich angefangen habe, da war ich wesentlich abstrakter. Also die Entdeckung der Sinnlichkeit war ein Prozess. Am Anfang war mir viel mehr Konzept. Jetzt ist es so, dass die sagen, jetzt geht niemand mehr raus. Also zumindest in Köln nicht. Und daher sagen einige, ich habe nicht alles verstanden, aber es war ein sehr schöner, sinnlicher Sog und ich habe mich einfach da reinfallen lassen und bin dann nach einer Stunde wirklich staunend aufgewacht. Huch, es ist vorbei. Also wenn jemand anfängt, das zu enträtseln zu wollen, der wird scheitern, glaube ich, weil mich viel mehr oder mindestens genauso sehr das interessiert, was wir nicht wissen. Einige glauben, wir wissen alles, aber nein. Was wir nicht wissen, finde ich sehr spannend. Das inszeniere ich gerne. So Dinge, die magisch sind oder unlogisch oder ein Geheimnis haben. Eigentlich glaube ich sowieso, dass alles ein Geheimnis ist und jeder Mensch ein Geheimnis hat oder geheimnisvoll ist. Also Einsamkeit ist ein großes Thema, dann Unterdrückung der Sexualität, Riesenthema, eine Art verlorene Suche nach festen Werten und ich gehe sehr gern zurück auf Tradiertes. Momentan kann ich mir keinen Klügeren als Buddha vorstellen, tut mir leid. Für alle Philosophen, sorry. Ja, und auch für alle Psychologen, das war er auch. Er ist einfach der Klügste.
Es ist aber schon sehr, sehr lange her. Also die Idee, neu ist geil und wir wollen was Neues haben, das ist nicht clever. Also ich gehe gern zurück und dann ist, was ist aber die Fragestellung bei ihm? Geburt, Krankheit, Alter und Tod, 4 Leidensmomente. Was machen wir jetzt damit? Es ist fast so, als würden sich die Menschen eher entziehen, wenn es um Auseinandersetzungen geht und die Zerstreuung suchen. Viele wollen einschlafen im Theater, ganz wenige wollen aufwachen. Und ich hoffe, dass das irgendwann anders sein wird, weil diese Auseinandersetzungen, die sind schon da, die müssen wir führen. Und man muss sich stellen. Und sonst klappt es nicht. Sonst klappt es nicht. In der Zukunft wird das wahrscheinlich noch viel gravierender. Und das Miteinander wird irgendwann plötzlich selbstverständlich. Es ist so ähnlich, wie wenn man expressionistische Literatur oder Stücke liest, über die Plakate, über die Großstadt, über die Autos und Flugzeuge und diese Dinge. Die waren damals ein Schock. Jetzt sind sie selbstverständlich. Am massivsten kann man das nachempfinden, wenn man diese Expressionisten liest, die davon völlig geplättet waren. Und ich glaube, diese Umbruchszeit ist ähnlich. Ich glaube, das ist die Realität, das ist das, was ist. Das ist nicht, das wird nicht, das ist schon. Und daraus lässt sich irre viel machen und es ist schön. Also ich mache die Erfahrung, dass das kein Kriterium ist für viele, für mich aber schon. Das ist schön.